Von Despoten wie Erdogan darf man sich niemals abhängig machen, dann gibt die EU ihre eigenen Werte auf. Und er hat das ja mächtig genutzt, um uns alle zu erpressen. Wir sollen uns ja hier kurz fassen, zu Recht. Deswegen kann ich ein paar Sachen nur anreißen. Ich habe schon 2015 gesagt, was wir jetzt brauchen, ist erstens ein ganz energisches Vorgehen zur wirklichen und nachhaltigen Bekämpfung der Fluchtursachen. Zweitens eine soziale Offensive für alle Menschen, die hier leben, damit auch die Menschen, die schon länger hier sind, vielleicht soziale Probleme haben, das Gefühl haben, Mensch, für mich verbessert sich auch was. Und drittens, wenn ich brauche, ist eine Legalisierung der Fluchtwege, wo man, damit die Menschen eben nicht darauf angewiesen sind, dass sie sich am Ende sozusagen in die Abhängigkeit von kriminellen Schleppern begeben. Jetzt muss ich aber aus aktuellem Anlass was zu der Situation an der Grenze zwischen Türkei und Griechenland und Lesbos sagen. Die Situation dort ist so verheerend. Und wir können uns jetzt wunderbar ideologisch streiten, wie unser Ansatz ist. Ich glaube, für die konkreten Menschen auf in den Flüchtlingslagern in Lesbos braucht es wirklich eine Hilfe. Und ich weiß, es gibt viele Kommunen, die sagen, sie sind bereit, Menschen von dort aufzunehmen, mit den Kindern und Frauen zu beginnen, die aufzunehmen, die da rauszuholen, um denen irgendwie eine Zukunftsperspektive zu geben. Und ich glaube, das ist fundamental wichtig. Es gibt genügend Kommunen, auf dieses Angebot muss man einfach zurückgreifen. Und ich kann nur sagen, die Hetze gegen Geflüchtete, wohin die führt, sieht man in Lesbos. Da haben rechte Schlägertruppen eine Schule angezündet, eine Schule, in der Mädchen schreiben und lesen gelernt haben, Mädchen, die aus Afghanistan vor den Taliban fliehen mussten. Und deswegen sage ich, so schwierig das alles ist, was wir niemals machen dürfen, ist reingehen in diese Menschenhetze, weil das am Ende zu verheerenden Folgen führt.